In den Sommerferien 2016 ist mit der Sanierung der Außenfassade der Elisabethschule in Vechta begonnen worden. Am Dienstag nun konnte der Landkreis bekannt geben, dass die Arbeiten abgeschlossen sind. Die Fensterelemente wurden gegen neue, wärmegedämmte Aluminiumfassadenelemente mit Dreifachverglasung ausgetauscht. Zusätzlich wurde auf dem vorhandenen Flachdach ein leicht geneigtes Metalldach mit hohem Dämmwollanteil aufgesetzt. Durch die Außensanierung ist die Schule nun energieeffizient und für die Zukunft gewappnet. Nach Abschluss der Arbeiten im Außenbereich geht es nun im Schulgebäude weiter.